Rezept verboten. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Nicht noch eine Kiff-Sendung. Folge 4a. Wir sind wieder bei den Therapien. Achso, wegen dem T-Shirt wollte ich gleich mal vorneweg sagen, ich esse selber kaum Fleisch, kaum tierische Produkte. Ich bin aber auch kein Veganer oder Vegetarier, ich bin einfach nur ich. Und ich mag solche Shirts, deswegen sorry Vegetarier. Ja, Ernst Schmidtbauer, Babystamm, Wochenreflexion vom 13.12. bis 19.12.1993. Montag war ich noch ziemlich down, da ich am Mittwoch einen Zeugentermin in Kleve hatte. Dienstagabend fuhr ich mit dem Gerd dorthin. Im Passing liefen uns zwei Junkies über den Weg und im Zug sah ich einen älteren Herrn mit einer üblen Alkoholfahne. Überall Alkoholwerbung. Ja, überall im Zug so Dornkart, das Pils, das Bier, bla bla bla. Überall. Und du riechst es auch. Ich war ja wochenlang weggesperrt. Und dann auf Therapie die ganze Zeit, da riechst du natürlich das sehr viel intensiver. Und da Kopfkarussell vom Allerfeinsten. Weil da, ich hatte ja einen Druck, ich muss auf Gericht, ich muss eine Aussage machen. Das erzähle ich in Folge 4b. Schaut es euch einfach mal an. Da oben ist der Link dazu. Dann wisst ihr, um was es geht. Ansonsten guckt euch das zu Ende und dann könnt ihr dann auch mal hin. Ich habe es auch unten in der Beschreibung verlinkt und ich freue mich auch über Kommentare dazu, wie ihr da in der Situation verfahren hättet. Aber bitte dann in der anderen Sendung, nicht hier. Hier geht es um Therapie. Alles klar. So, auf jedem Umsteigebahnhof das gleiche Bild. Jede Menge Drogenfreaks, in meinem Bauch ein fieses Kribbeln. Oh, das zieht natürlich total, wenn du da Leute siehst und du würdest am liebsten hingehen und dir was kaufen oder ja, da mitmachen. Hey, da kriegst du halt dann richtig, das zieht schon. Die Szene zieht auch einen an. Ja. Im Gericht traf ich die zwei Polizisten, die mich verhaftet hatten und drei ehemalige Kumpels. In diesem Augenblick fühlte ich mich in meine Drogenzeit zurückversetzt. Ist ja ganz klar, ich bin ja gerade mal ein dreiviertel Jahr oder was davon weg gewesen. Ich war da wirklich sehr nah dran damals. Zwar verspürte ich kein Verlangen, hatte aber ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Ich muss natürlich geradeaus daher aussagen. Nach der Verhandlung wich ein Druck von meinen Schultern und ich bekam einen natürlichen Endorphinschub. Auf dem Nachhauseweg das gleiche Bild wie auf dem Hinweg, allerdings ohne Bauchkribbeln. Zum Glück war ich nicht alleine, der Gerd war mir eine super Stütze. Um circa 12:30 waren wir wieder zu Hause. Gott sei Dank zurück im geschützten Rahmen. Ja, das ist natürlich schon heftig, da, wenn du da noch richtig Suchtdruck hast und dann in deiner alten Umgebung rumläufst, Leute siehst, die da sind, die du kennst. Und ja, ist nicht ohne. Aber da ich da Hilfe hatte, war das dann schon okay. Und dann in einem geschützten Rahmen sowieso wieder. Da ist ja so, ich darf die Tür nicht aufmachen. Ich hatte zwar diesen Blaumann nicht mehr, den ich letztes Mal gezeigt habe, aber es war halt schon so. Ja, es ging jetzt schon ein bisschen zur Sache. Ich war am Denken, woran lag denn das? Wieso habe ich überhaupt, bin ich so weit runtergerutscht? Stimmt es womöglich, was da immer gesagt worden ist mit der Einstiegsdrogenproblematik? Weil tatsächlich musste ich dann so auch einen Zettel ausfüllen, wo ich gefragt worden bin zu meiner Drogenvergangenheit. Das heißt, was war die erste Droge? Wie lange habe ich die genommen? Wann habe ich das nächste genommen? Etc. pp. Und seltsamerweise wollte der Leiter das nicht akzeptieren, dass ich da immer Nikotin hingeschrieben habe. Da hat er meinen Zettel weggenommen und sagt, nee, das ist ja was Legales da. Und ich sage, ja, egal, aber das war es nun mal so. Es war erst das Nikotin, dann der Alkohol, dann Uhu, Patex, Schnüffelstoffe, dann erst nach langem Überlegen und hin und her und weiß ich nicht, ob ich das überhaupt will, habe ich Cannabis ausprobiert. Und erst, als ich Cannabis ausprobiert habe, habe ich aufgehört mit dem Saufen und dem ganzen anderen Scheißzeug, was mir mein Körper so geschadet hat. Immerhin habe ich zu dieser Zeit Breakdance gemacht. Ich war in den 80er Jahren, wie viele andere auch, ein Breaker. Und
da hat er das gar nicht vertragen mit dem Saufen und dem Rauchen und Schnüffeln sowieso nicht. Ja. Und das Kiffen war halt etwas, das hat da eigentlich schon dazu gepasst. Und hätte da nicht das Nikotin die ganze Zeit den Körper so und so runtergezogen. Und dann, ja, dieses Intervall, man rauchte immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil das Nikotin einen dauernd gierig macht. Man möchte weniger Zigaretten rauchen und dann raucht man halt mehr Joints. Das ist Irrsinn, oder? Besser pur und dann kein Nikotin, weil Nikotin einen körperlich abhängig macht. Beim Kiffen kann man sehr viel schneller die Bremse ziehen, weil die Wirkung ja viel intensiver ist als irgendeine Nikotinwirkung, die nach ein paar Sekunden wieder abflaut. Also ich muss schon wirklich sagen, hey, da macht uns die CDU, CSU einen Bärendienst, was das angeht. Ja, auf dieser Therapienummer, hey, das war halt schon heftig, aber ich glaube, euch interessiert sehr viel mehr, was da für eine Verhandlung in Kleve war. Ich sage nur so viel, das hat was mit meiner Strafe zu tun, die ich dann auch bekommen hatte, weswegen ich überhaupt eine auf die Idee gekommen bin, eine Therapie zu machen. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich noch gar nicht so weit. Yes, das heißt, wenn man wieder aufhören möchte mit einer Substanz, die auch einem körperlich was abverlangt, um das wieder aufzuhören, dann braucht es da sehr, sehr viel Willen. Das Beste ist, ihr fangt gar nicht mit so einem Scheißdreck an. Also ehrlich, Cannabis sollte das Höchste sein, was ihr euch da vielleicht irgendwann mal ausprobieren wollt, aber auf gar keinen Fall Alkohol, Nikotin und schon gar kein Kokain oder Meth oder Heroin. Ich war so dumm. Ich habe immer gedacht, ich kann damit wieder aufhören. Egal was ich nehme, ich kann damit wieder aufhören. Aber das war etwas, das ging halt gar nicht da. Weil ja, ich wollte aufhören, aber die körperliche Abhängigkeit hat mich ja gezwungen, immer weiterzumachen. Und die Ächtung in der Gesellschaft ist dann auch schon so weit, dass man halt die und ich denke, oder wir und die und später ich und die anderen. Weil umso weiter man da runterrutscht, umso weniger Geld man zur Verfügung hat, umso eher ist man bereit, niemandem was abzugeben und nur noch an sich zu denken. Und ja, natürlich, durch das Verbot kriegt man auch Angstzustände. Und diese Angstzustände, die treiben einen ja wieder weiter, was anders zu nehmen. Also das ist echt ein Kreislauf, den will niemand. Und um da auszubrechen, muss man halt dann doch eine Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wäre das nicht so gewesen, wäre da nicht so ein Leidensdruck, ein künstlicher gewesen, dann hätte ich bis heute wahrscheinlich nur Cannabis genommen und nie irgendwelche anderen Drogen weitergenommen. Wenn da immer ein leichter Ausstieg ist, dann steigst du aus, wenn du keinen Bock mehr drauf hast und das war's. Anders wie bei dem Alkohol, ja, wo er überall beworben wird und an jeder Scheißecke zu kaufen gibt. Weißt du? An jeder blöden Ecke kannst du dann Schnaps holen, sobald du volljährig bist. Und das ist schon ein Problem. Also ich finde, Fachgeschäfte wären schon viel wichtiger. Okay, aber jetzt war's das für heute. Peace out. Wollen wir medizinieren gehen?